Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich mache heute den Produkttest von zwei Sachen. Zum einen haben wir hier ja diesen Aquarellkasten vom Action. Den werde ich heute mit euch zusammen ausprobieren. Und zum anderen haben wir hier den Pearl Sands Watercolor, auch aus dem Action. Der Aquarellkasten ist schon ein bisschen älter. Ich habe es nur vorher noch nicht geschafft. Jetzt habe ich gedacht, dadurch, dass das noch dazu kam, kann ich die Produkttests definitiv miteinander verbinden. Das Video wurde sich gewünscht von meiner lieben Sani. Hallo Sani, liebe Grüße an dich. Und zwar wollte sie gerne, bevor sie ihn kauft, sehen, wie dieser Kasten ist. Und den hatte sie auch gesehen, aber den hat sie sich auch nicht mitgenommen, weil ich den auch noch nicht getestet habe. Ja, und dem möchte ich natürlich nachkommen. Deswegen werden wir die beiden heute zusammen testen. Und zwar habe ich mir hier dafür schon mit dem Stayson Stempelabdrücke gemacht aus einem Stempelset vom Action. Ja, die werden wir jetzt zusammen kolorieren. Ich habe hier schon ein bisschen Wasser zum Pinsel auswaschen. Noch zwei Pinsel habe ich hier liegen. Ja, und dann halt die beiden Kästen. Wir fangen auch zuerst mit dem hier an. Es kann sogar sein, dass ich die nachher gleich miteinander verbinde. Ich wollte jetzt nur erstmal mal gucken, wie farbintensiv die sind. Ja, wir schauen einfach mal. Also wir machen zuerst den Pinsel nass und gehen mal in das Braun. Ein bisschen. Dass ich die Farbe ein bisschen lösen kann. Wenn ihr so mit Wasserfarben malen möchtet, müsst ihr natürlich das Stayson-Stempelkissen nehmen, weil das Memento ja, sich löst. Also das ist nicht wasserfest. Wenn ihr dann mit Twinmarkern oder so kolorieren wollt, dann müsst ihr das Memento nehmen, weil da ist das Stayson ist alkohollöslich. Also für jede Möglichkeit gibt es ein Stempelkissen. Ja, die Farben sind relativ schnell trocken. Also sie decken das Schwarz nicht ab, wenn ihr da drüber malt. Entschuldigt bitte. Ich muss immer eine Erinnerung haben, wenn ich meine Tabletten nehmen muss. Das heißt, ich muss gleich einmal zwischendurch Pause machen. Ja, also die Farben sind relativ schnell am Pinsel getrocknet. Na gut, Aquarell arbeitet man generell auch noch ein bisschen nasser, als dass man sie nutzt zum Kolorieren, ne? Ich gehe jetzt hier einfach noch mal drüber. Aber es lässt sich gut damit malen, das ist das Wichtigste.
arbeitet da ruhig mit ein bisschen mehr Wasser. Gut, ich bin jetzt natürlich auch nicht so wassermaltechnisch geübt. Aber ich finde es okay. Also es ist, man kann damit arbeiten. Klar, der ein oder andere kann es garantiert besser als ich. Ich kann euch allerdings nicht mehr sagen, was diese Sets gekostet haben. Also das hier auf jeden Fall nicht. Bei dem anderen, das kostet 1,99 mit diesem Pearl Sense. Das ist ja noch relativ frisch, wo ich das gekauft habe. So, das war auf jeden Fall schon mal das Braun. Andere Farbe testen. Obwohl ich eigentlich hätte mit dem Braun noch weitermachen können. Nur etwas leichter. Oh. Ich versuche jetzt das Rosa ein bisschen mehr anzulösen. Hat funktioniert. So, dann gehen wir mal an die nächste Farbe. Also Sani, kannst ihn ganz beruhigt kaufen. Sani findet ihr auch auf YouTube. Sie hat auch einen Kanal und zwar ist das unsere Winnie Kreativa. Ich habe zwei als Favoriten und zwar ist das einmal die Winnie Kreativa, also das heißt unsere Sani. Und einmal die Diva Kreativa, die liebe Michelle. Zu den Kanälen von den beiden kommt ihr auf meiner Hauptseite, auf meiner Kanalseite. Da seht ihr schon, bei Favoriten habe ich die beiden für euch eingespeichert. Da solltet ihr auf jeden Fall mal bei denen vorbeischauen. Die machen auch ganz tolle Videos. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Schaut einfach mal bei den beiden rein. Lasst denen eventuell auch noch ein Abo da, damit ihr keine Videos von den beiden verpasst. So, das Rot ist auch ganz gut. Dann gehen wir jetzt mal an das Gelb, wieder schön anlösen. Also das erste Mal anlösen, das braucht ein bisschen Geduld. Aber ich denke, das liegt dran, weil die etwas imprägniert sind, irgendwie so, ne? Rot, weil ich habe was vergessen. Oh je, 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 je. Da war ich zu großzügig. Gucken, ob ich es nochmal wieder korrigieren kann. Das war ein bisschen zu
viel. Und dabei ist das schon mein. Mein dünnster Pinsel momentan. Aber man kann es halt verstecken, ne? So, dann gehen wir jetzt mal in das Grün. Papier habe ich genommen vom Action, das Aquarellpapier. Dann gehen wir mal ins Blau. Kriege ich das Kätzchen einen blauen Pulli. So, ich weiß, dass Blumentöpfe generell Terrakottafarben sind, aber meiner wird jetzt lila. Einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Ja, also die Farben sind definitiv gut. Kann man mit arbeiten. Liebes, also kannst du dir ganz beruhigt kaufen. Ihr seht, das ist vollkommen okay. So, ich mache mal ganz kurz Pause, komme aber gleich wieder. So, die Farbe ist jetzt schon getrocknet. Also wenn sie heller wird, legt es sich so ein bisschen auf die schwarzen Linien drauf. Da muss man dann halt mal schauen. Eventuell habe ich auch einfach zu viel Farbe benutzt. Das kann durchaus möglich sein. Ich werde das bei den anderen auf jeden Fall anders probieren. Aber ich habe noch was in anderer Sache. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich meine 500 Abonnenten voll. Und ich habe ja gesagt, ich möchte mit euch eine Verlosung machen. Zu gewinnen gibt es dieses schöne Fotoalbum, was ich selber gemacht habe. Ich blätter es einmal mit euch durch. Also ihr habt da richtig Platz für ganz viele Fotos und ja, ich finde es einfach wunderschön. Und dieses tolle Modell könnt ihr dann halt gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, werde ich euch gleich nochmal sagen. Also ihr habt da wirklich richtig viel Platz drin. Jetzt muss ich mal gerade selber rechnen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 mal 4 sind für 32 Fotos, 34 Fotos könntet ihr reinpacken. Ja, und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte die Verlosung etwas anders starten, mal was Neues ausprobieren. Ich habe gemerkt, wenn ihr dafür irgendwas basteln müsst, ist das nicht so ganz euers. Deswegen machen wir es ganz anders. Und zwar habe ich mir einen Satz überlegt. Ihr werdet in den kommenden Videos, werde ich euch immer ein Wort verraten. Schreibt es euch auf. sammelt es. Bei dem letzten Wort sage ich euch dann,
dass es das letzte war, dann schreibt ihr mir eine E-Mail mit eurem Namen und halt dem Lösungssatz. Und unter allen Einsendungen werde ich es dann vor der Kamera auslosen. Derjenige, der gewonnen hat, wird dann halt in dem Video bekannt gegeben. Und derjenige schreibt mir dann nochmal eine E-Mail mit den ganzen Kontaktdaten. Das heißt halt die Adresse, die ich dann brauche zum Verschicken. Ich muss allerdings sagen, ich werde nur Einsendungen aus Deutschland annehmen, gerade alleine fürs Porto. Da hoffe ich auf euer Verständnis. Deswegen schreibt mir gleich bitte dazu, dass ihr auch aus Deutschland kommt oder ihr eventuell auch eine deutsche Postadresse habt. Dann geht es natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel an der Schweizer Grenze wohnt und ihr habt irgendwie ein Postfach, also so ein Paketfach von DHL zum Beispiel, dann schreibt es mir ruhig dann schon, ne? Dass ich da Bescheid weiß. Sollte ich natürlich mitkriegen, dass derjenige, der ausgelost wird, im Endeffekt nicht aus Deutschland kommt oder keine deutsche Postadresse besitzt, werde ich es neu auslosen. Ne? Was man natürlich machen kann, dass ich das Porto halt innerhalb von Deutschland übernehme. Wenn ihr dies in die Schweiz haben wollt oder nach Luxemburg oder wer weiß wohin, müsst ihr von dem Porto das, was an Mehrkosten aufkommt, müsst ihr dann übernehmen. Das ginge natürlich auch, wenn ihr damit einverstanden seid. Dann könnt ihr gerne auch aus allen Ländern teilnehmen. Also das wäre dann kein Problem. Also wie gesagt, ich werde euch in... Warte, jetzt muss ich mal grad gucken. In 5 Videos, es wird 5 Videos geben mit Worten, werde ich euch dann verraten, zwischendrin, welches Wort dann als nächstes kommt. Und für den Anfang ist es das Wort vielen. Also V-I-E-L-I-N. Ne? Das ist das Wort, das erste, um an dieser Verlosung teilnehmen zu können. Ich habe ja gesagt, in dem 500 Abo-Video, ich werde das so machen, dass ja, dass es nicht gleich ersichtlich ist, dass es ein Gewinnspiel ist oder so. Ja, und schon machen wir weiter. Das war jetzt nur mal am Rande gesehen. So, wir nehmen jetzt mal hier die Pearl Sense Farben. Wie gesagt, da ist nicht viel drin. Das ist gerade so ein Bodendecker. Aber die wollen wir ja auch ausprobieren, ne? So, dann... ein bisschen Wasser rein. Mal gucken, wie die decken. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr auch so zahlreich mich abonniert habt und ja, freue mich natürlich auch über Kritik. Wenn irgendwas sein sollte, dann schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Dass man dann mal gucken kann, um eine Lösung zu finden. Ne? Aber eins kann ich euch so sagen, ich werde mich nicht verändern. Also es heißt, ich werde so bleiben, wie ich bin. Und ich denke, da wird aber jeder soweit Verständnis für haben. Weil wer möchte schon sich verbiegen lassen? Also ich definitiv nicht. Und denkt dran, euch das Wort vielen aufzuschreiben. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet.
Also vermalen lassen die sich super. Natürlich muss man gucken, dass man dann auch das passende Mischungsverhältnis Wasser und Farbe rausfindet. Aber ihr seht, also ich kann einiges vermalen, bevor ich wieder in die Farbe muss. Also liebe Sani, auch die kannst du dir ganz beruhigt holen. Und sie glitzern auch wirklich so schön, wie es sein soll, ne? Versuche euch das mal zu zeigen. Also das sind richtige Perlfarben. Finde ich richtig genial. So, dann gehen wir mal in die nächste Farbe. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich bei der nächsten Farbe auch im Bilde bin. Und die sind halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen pastelliger, die Farben. Was jetzt nicht schlecht ist, ne? Ja, jetzt versuchen wir mal da ein bisschen kräftiger was zusammenzurühren. Also ihr seht, man kann auch etwas kräftiger machen. Das ist auch möglich. Werden wir in das Braun gehen. Und werden die Mizis anmalen. Also die Farben gefallen mir auf jeden Fall. Finde ich mega, mega schön. Gerade mit dem Perleffekt. Wir werden auch gleich mal versuchen, die Farben untereinander zu mischen. Das heißt, die normalen Aquarellfarben und die Perlsense-Farben. Ob man da vielleicht was Dunkleres zusammenzaubern kann. Das werden wir ausprobieren gleich mal bei dem nächsten Stempelabdruck. Nee, das machen wir gleich bei der Katze. Dass die ein bisschen dunkler wird. Also ihr seht, also der Pinsel, der nimmt unglaublich viel Farbe auf. Also die sind schon ergiebig. Hätte ich nicht mit gerechnet.
ich jetzt erst in das, in die Pearl Sense Farbe. Wir werden das mal hier drin ein bisschen anmischen. Hier in das Braun. Ich mische einfach mal ein bisschen dazu. Ja, also das geht auch. Das könnt ihr ganz beruhigt machen. Weil schon habt ihr da halt wirklich ein dunkleres Braun. Also das könnt ihr wirklich zusammen mischen untereinander. Nehmt dann aber am besten ein bisschen mehr Pearl Sense Farben. Und dann halt einfach nur zum Abdunkeln die passende normale Farbe dazu. Jetzt könnt ihr nämlich gleich den Unterschied sehen. Also hier an der Schnute seht ihr den Unterschied. Das ist nur die Pearl Sense Farbe und da ist das andere mit drin. Ja, das geht wunderbar. Ich bin zufrieden. Dann einfach die Möglichkeit, euch verschiedene Farbtöne anzumischen. Könnt ihr das sehen? Also ich finde es super. Mega, mega spitze. So, jetzt nehmen wir mal einen schönen Blauton für den Pulli. Und diesen hier. Ist zwar nicht viel, was ich da ausmalen kann, aber so ein bisschen. So, und dann brauchen wir ein Grau. Ja, also spitze. Finde ich mega cool. Das heißt, man kann sich jetzt zum Beispiel hier von dem hier ein bisschen was dann ausspülen. Dann von dem normalen Rot auch einrühren. Dann wird das Ganze wieder dunkler. Dann kann man das. Ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel Farbe im Pinsel. Aber das Papier saugt das weg, also. Aber so ist es definitiv dunkler, als hätte ich das normal genommen. Aber dann auch nicht so dunkel,
dass man sagt, das stammt nur hauptsächlich von den Wasserfarben. Also von den normalen Wasserfarben, ne? Da möchte ich auch gerne ein bisschen dunkler gelb haben. Aber dann halt auch mit dem Pearl-Effekt. Ja, also klare Kaufempfehlung auch. Mega, mega schön die Farben von beiden. Ne? Ich habe jetzt nur leider keinen dünneren Pinsel. Sollte das dann ein bisschen durchtrocknen lassen. Nicht gleich direkt ineinander schmieren, das ist jetzt mein Fehler gewesen. Da können die Farben nichts für. So, dann arbeiten wir jetzt nochmal mit dem Braun. Die Blumenerde. Also, dass das jetzt verläuft hier, das ist mein Fehler. Ich hätte es nicht ganz so extrem früh malen dürfen. Da können die Farben nichts für. So, dann haben wir hier ein Orange. Gucken, ob wir uns dann ein klein bisschen Terrakotta rausmischen können. Ja, nicht ganz. Aber kommt dem schon relativ nah. Ja, also ich finde es super, super schön. Macht Spaß mitzuarbeiten. Also Sani, kannst du ganz beruhigt kaufen. Beide. Ohne Probleme. Und beide tipptopp. Und gerade finde ich auch wirklich diese Pearl Sense Farben, die sind unglaublich ergiebig. Deswegen, das ist nämlich der Grund, warum dann halt nicht ganz so viel da drin ist. Aber das finde ich nicht schlimm. Hier noch so eine andere Farbe. Das sieht mehr so aus wie so ein helles Braun.
Ihr Lieben, das war's. Also Test ist abgeschlossen. Ich finde es mega, mega gut. Ja, vielleicht nichts unbedingt für einen Profi, der was anderes gewöhnt ist. Aber so für meine Zwecke, wofür ich es brauche, kann man es auf jeden Fall nehmen, ohne Probleme. Also für einen normalen Hausgebrauch auf jeden Fall brauchbar. Ihr Lieben, ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Denkt dran, ne, was ich euch in dem Video erzählt habe. Und ich wünsche euch noch einen kreativen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bye bye.